Hallo, willkommen bei Tugendhat. Ich bin der Pedro. Und ich bin die Aria. Genau, Aria ist wieder da, weil schon wie letztes Mal gesagt, Aria gefällt es, diese Mystery Boxen, gell? Heute haben wir, wie ihr schon gesehen habt beim Bild, die Z-Box Mai. Endlich, diesmal kam es richtig schnell. Bin diesmal auch gespannt, weil in letzter Zeit, die haben sich wirklich wieder, die sind wieder gut geworden. Also die waren eine Zeit lang nicht so gut, aber jetzt, also die letzten 2 Monate waren schon viel besser als die letzten 6 Monate von 2020. Also da waren richtig fast leer die Boxen oder Artikel, die keinen interessiert. Mal sehen, bin gespannt. Die haben wieder diese Z-Boxen ähnlich. Der letzten paar Male kamen die noch so ganz normale Boxen, wo man nicht mal wusste, ob das ein Z-Box ist oder nicht. Jetzt haben die wieder die Boxen. Die ist richtig voll. Also nicht jetzt, dass es richtig schwer ist, aber voll, bis es nicht mehr geht. Das kann man fühlen. Bin sehr gespannt. Mal sehen, ob diesmal Sachen dabei sind, die du kennst. Es ist kein Thema dabei, also Z-Box hat meistens kein Thema. Mal sehen. Okay, also mach's auf. Gespannt, letztes Mal war das mit so viele von Hall-Sachen, wie da kam diese Figur von Aliens vs. Predator. Und dieser Schlüsselanhänger, den hast du gemacht von Star Wars. Schlüsselanhänger, ja genau, Schlüsselanhänger, die trage ich immer noch von Mandalorian. Also bin ich gespannt, jetzt so aufmachen, dass niemand sieht. Ja, ist richtig voll. Irgendeine Figur, also viele Sachen dabei. Mal sehen. Ich fange mit dem T-Shirt. Ist am besten, weil da kommt immer ein T-Shirt. Also schwarz, schon mal gut. Ja. Und? Kann ich mir sagen, kennst du das Thema? Nö, aber da ist ein Dino drauf, glaube ich. Ist das Godzilla? Das steht da bestimmt da oben. Ja. Godzilla. Ja, das ist punktlich, weil jetzt kam ja dieser Film. King Kong vs. Godzilla. Außer dieses Symbol da. Ist echt recht langweilig, die T-Shirt. Also schützt nur schwarz. Ja, ist nichts Besonderes, gell? Auch sogar dieses Symbol ist jetzt nicht. Das muss man schon von nah sehen, dass es Godzilla ist. Ja. Kurz vor Schlafen oder sowas, gell? Ja, ich trage viele T-Shirts einfach nur so zum Schlafen, weil T-Shirt aber echt langweilig. Also bis jetzt könnte besser sein. Da ich hier oben, wo auch sehr kuschelig ist. Ach so, Claptrap. Claptrap. Das ist von einem Spiel Borderlands. Richtig, richtig cooles Spiel. Das ist jetzt von Borderlands 3. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe nur die ersten zwei gespielt. Und es ist eine sehr witzige Roboter, die uns hilft dabei, diese Spiele. Also, echt gut gemacht. Das ist ein Kuscheltier von Claptrap. Siehst du? Also, das kennst du nicht, weil dieses Spiel darfst du eh nicht spielen. Ist cool gemacht, aber der fährt normalerweise so in diese Räder, in diese Rad da. Und er redet nur Blödsinn. Der ist sehr witzig. Ist cool gemacht. Also, das Rad ist da getrennt. Weiß nicht, ob ihr es sehen kann. Kind. Ja, ist gute Qualität. Das sieht man, hat sehr viele Details. Ist aber echt nicht für mich. Finde ich jetzt nicht so schön, aber ja, ich mag das Spiel, aber nicht so, dass ich jetzt Sachen. Oha, also oben ist wie Kuschel drin, wie heißt es? Ja, aber drin ist da irgendein Stoff und dieser Rad unten ist so wie Sand da. Also das ist richtig schwer. Bestimmt so, dass er so halten kann. Genau, gut, der kann Dann so. wird Der fällt nicht runter. Ja, ist cool gemacht. Wie gesagt, das ist der richtig Qualität. Also das ist von irgendeiner Marke. Stubbins. Ist nicht schlecht.
Vielleicht jemand von euch will das, also für dich ist es auch nicht, okay? Weil du kennst es ja nicht. Ja. Aber gibt es bestimmt Fans von Claptrap da draußen. Also ich mach das wieder rein, dass er nicht schmutzig wird. Nee. Okay. Ja, ist so groß. Jetzt. Elf schneller. Also, nächstes. Ich glaube, es sind sogar zwei Figuren dabei. Diesmal. Noch? Richtig cool. Was ist das da? Keine Ahnung, es kommen schon viele. Noch dreimal, drei Sachen noch. Was ist das? Nochmal so ein Raumschiff. Das ist jetzt schon meine dritte. Also, letztes Mal habt ihr gesehen, da war ein Raumschiff von Star Trek. Jetzt ist wieder nochmal eine, das ist jetzt meine dritte. Zum Glück immer ein anderes Raumschiff. Das ist jetzt ein, steht nicht draußen, Kazon Raider. Kazon Raider. Keine Ahnung, also die Rasse kenne ich. Ich bekomme immer anscheinend nur Raumschiffe von Rassen, die ich gar nicht kenne. Also keine von der berühmten Star Trek Raumschiffe. Die sehen cool aus, das ist richtig gute Qualität, aber ich bin nicht so der Star Trek Fan, die so Sachen von Star Trek haben muss. Hast du gesehen, wie das ist? Das ist bestimmt vorne. Also, der muss dann irgendwie. Ja, da so. Die in die Flügel und die. Ja, aber. Ja, genau, sich. Also, es ist immer kommen. Also. Und das so sieht ein Kazon Raider aus. Also, Raider sind das sowas wie Piraten von Star Trek oder so? Keine Ahnung. Sieht schon cool aus, Raumschiff. Viele Details, aber wie gesagt, nichts für mich. Ich habe schon drei, also wenn ich jetzt eine Sammlung machen würde, hätte ich schon genug, okay? Wenn jeden Monat so einer kommt, bei anderen Sachen, wo ich gerne jeden Monat, zum Beispiel die hatten, oder war das bei Woodbox, die Q-Figures von Teenage Mutant Ninja Turtles, die haben nur eine gesendet. Ich wünschte, ich hätte jeden alle. Jeden Monat eine andere gesendet. Das wäre cool. Also. Kazon Raider. Kazon von Star Trek. Also bis jetzt nichts, das du kennst, gell? Du hast auch noch nie einen Film von Godzilla geschaut. Ja. Ist eine coole Sammlung. Also StarTrek.com, das ist offiziell von denen. Ja, ich bin auf die zwei Figuren gespannt. Also. Ich denke eigentlich eine große und nochmal, ich nehme die da, weil ich glaube, das ist schon ein Kufig. Venom, aber du ich glaube, das ist doch schon. Ja. Das ist eine richtig coole Figur, das ist jetzt Venom. Den hast du schon. Wie Arya schon sagt, ich habe das schon. Das ist jetzt Pech. Aber ich habe das damals bekommen, aber von Woodbox. Von Woodbox. Das ist jetzt von Z-Box. Die haben miteinander nichts zu tun, deswegen können ja nicht wissen, dass das schon gesendet wurde von anderer Firma. Ist richtig cool, aber ich kann das jetzt irgendwie verkaufen oder so, weil es schon sieht sehr, sehr cool aus. Ich kann euch zeigen. Ich habe sogar meine zusammen mit meiner anderen Venom-Sammlung. Ich habe vieles von Venom und also die Q-Fix sind richtig, die sehen richtig cool aus. Okay? Ja. Siehst du den Schleim, das ich dir erzählt habe? Habe ich doch schon gesagt? Ja, also. Da ist ja. Ich bin da irgendwie. Position, also die Position, die da machen bei Q-Fix. Ist immer cool, immer in Bewegung, nicht einfach so stehen. Richtig, richtig geil gemacht. Also, wenn jemand interessiert ist, einfach melden. So passt, oder? Ja. Wäre cool, hätte ich das noch nicht gehabt, hätte mich jetzt richtig gefreut. Aber leider habe ich schon. Weil du die schon hast. Ja, das ist bis jetzt das Einzige. Du kennst auch von den Zeichentrickserien.
Und jetzt ist noch eine Figur, denke ich. Also, noch ein Kuscheltier? Oder ein Tass oder so, das ist schon viereckig. Mal sehen, ist in einer Tüte drin. Oh. Hm? Transformers. Also. Eine Transformers-Figur. Ah, oh, da gibt es noch einen blauen. Die Figuren kenne ich nicht. Du hast den gelben. Dann gibt es noch einen blauen. Also. Das ist jetzt Bumblebee. Bumblebee? Voll cool, weil wenn ihr andere Videos von meinem Channel gesehen habt, ich sammle jetzt momentan eine neue Reihe von Funko Pops, die von Transformers. Und das ist auch jetzt von anderer Firma. Und ich muss sagen, der Bumblebee sieht besser aus hier als bei den Funko Pops. Super Deform Figure XL. Also das kannte ich nicht, also das habe ich noch nie gesehen. Da gibt es noch einen blauen und den. Ja, es gibt noch Optimus Prime, also ich habe jetzt den da, Bumblebee. Es gibt noch der Optimus Prime, die sind beide Autobots, die sind die gute. Und dann, es gibt klar noch Megatron. Die, und das ist bestimmt Soundwave, ja genau. Soundwave. Da. Sehr, sehr gut. Ich habe schon alle auf Funko Pops. Okay? Ich habe schon alle auf Funko Pops. Ich glaube, den hast du ja. Aber die sehen richtig cool aus. Soll ich das aufmachen? Wenn du willst, aber das behaltest du. Mal sehen, weiß nicht. Also, ich mag Transformers sehr. Aber wenn die Figuren so ähnlich sind, ich würde mich mehr freuen auf eine von den anderen Bumblebee. Ich mag Bumblebee, aber ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfiguren. Von, da gibt es sehr viele, die ich cooler finde. Zum Beispiel den da. Ja, Megatron ist richtig cool. Aber die Figur ist, also im Vergleich zu Funko Pop, die sind echt schwer. Und größer. Größer. Und, boah. Oh. Also, Vorsicht. Das ist riesig. Das riecht nach Vinyl. Das ist auch Vinyl wie Funko Pop. Fisch. Aber ist riesig. Schwer, gell? Richtig riesig. Lass mich zeigen. Da ist er. Also. Richtig riesig. Nicht schlecht, wenn ich mich erinnere. Ich zeige euch hier, wie der auf Funko Pop aussieht. Und der sieht schon cooler aus. So. Schon geil. Siehst du, der verwandelt sich dann in ein Auto. Mhm. Transformers hat bis jetzt alle noch nicht geschaut, okay? Ein ganz bisschen. Nur ein bisschen, ja. Eine kleine Episode hat sie geschaut. Von den alten Transformers sogar. Also, sehr cool. Wie gesagt, gleich zwei Figuren. Nochmal ein Raumschiff. Ein T-Shirt. Ein Kuscheltier. Also, Z-Box geht wieder hoch. Aber wie? Also, ich muss euch erinnern, ich habe die gekündigt. Okay? Also, mein Vertrag läuft jetzt, ich glaube, noch 3 Monate. Ich habe die damals gekündigt, weil die sind so schlecht geworden und jetzt auf einmal sind richtig gut. Also die Figur, ich weiß nicht, ob ich die behalten werde. Mal sehen, ich kenne die Marke nicht. Die sieht schon cool aus, aber wie gesagt, ich habe jetzt wieder Transformers von Funko Pop. Deswegen, ich kann ja nicht alles behalten. Ich kann nicht behalten. Platz ist jetzt nicht so, aber... Cool, also Box ist auch cool, man kann das von hinten, die kannst du behalten. Wo willst du das behalten? Dein Zimmer ist jetzt schon richtig voll. Also, wenn ihr, das sind die SDF CXL Series, das ist sogar der Nummer 1, kann man das sehen? Von Super Deformed Figure. XL, gibt es anscheinend die kleinere Version davon. Das sind jetzt die XL-Figuren. Also, sogar Soundwave sieht richtig cool aus. Oh, da habe ich Pech gehabt. Optimus Prime ist richtig cool. Der Chef von den guten. Und hier von den Bösen mag ich sogar Soundwave noch mehr. Geil, also, ich freue mich auf den. Da ist ja nichts mehr. Das reicht ja schon. Ihr müsst vorstellen, diese Box kostet 19,99 €. Alleine eine von diesen Figuren kostet das da. Und dann noch das Ganze. Echt super. Also von alles
Ich muss sagen, ich mag die anderen Sachen auch, aber klar, auf die Figuren freue ich mich am meisten. Okay. Was findest du am coolsten da? Ja, klar, Transformers. Obwohl, Venom schon cool. Ja, aber ich kenne schon. Also, okay. T-Shirt, das ist für mich das Schlimmste, obwohl das hier kann ich nicht mit viel anfangen, aber vielleicht, wenn irgendeiner Star Trek Fan da draußen, wie gesagt, ich habe schon 3 davon. T-Shirt zu schlafen und das da auch, wenn jemand Claptrap Sammlung vom Borderline oder so hat, einfach melden. War cool, gell? Also, die verbessern sich, die mache ich weiter. Wenn es so weitergeht, vielleicht mache ich weiter mit Z-Box und tue es nicht mehr kundigen. Weil das ist schon cool. Also, auch wenn ich es jetzt verkaufen würde, das Ganze würde ich mehr als 19,99 bekommen. Sehr, sehr cool. Also, schreibt mir in den Kommentaren, was hat euch am meisten gefallen, ob ihr von hier was wollt, ob was sagt ihr zu den Z-Box? Ist schon cool, gell? Das war schon damals meine Lieblingsbox. Dann ist echt schlecht geworden. Ich glaube auch wegen dieser Lockdown und so. Die haben schlechtere Sachen bekommen oder Probleme mit Lieferungen und so. Und deswegen sind die jetzt wieder besser geworden. Jetzt, dass alles wieder geliefert wird. Und keine Ahnung. Also, hoffentlich hat das Video euch gefallen. Ich muss euch erinnern, das habe ich bei letzten Videos gezeigt. Aria hat auch einen eigenen Channel hier auf YouTube. Arias Welt. Und was zeigst du da? Playmobil. Zeigt Playmobil und Brettspiele, Bücher, andere Spielzeuge, gell? Mhm. Da zeigt sie. Also wenn ihr Kinder habt oder ihr selber Kinder seid oder Interesse an Playmobil oder so, dann könnt ihr auch sehen. Da tun wir euch Sachen zeigen wie Playmobil und so. Ist alles seltener, machen wir Videos, gell? Machen wir nicht so oft. Da Aria nicht so viel Zeit hat. Ja, wegen dem Kindergarten. Kindergarten, Tanzen, Yoga. Nee, jetzt mache ich kein Yoga mehr. Also machst du keine Yoga mehr. Also, bis nächstes Mal. Hoffentlich, ihr habt Spaß bei alles, was ihr macht. Mach's gut. Tschüss. Ciao.